Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 81, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Melderechts, des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und des Hessischen Glücksspielgesetzes, Drucksache 19/2462 zu 19/2425 zu 19/1979. Berichterstatter ist der Abg. Frömmrich. Herr Abg. Frömmrich, ich bitte Sie um die Berichterstattung. Die Berichterstattung. Frau Präsidentin, Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und der FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/2460 in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich, für die Berichterstattung. Als erster Redner hat sich Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will das nicht unbedingt in die Länge ziehen, aber doch ein paar Punkte noch einmal ansprechen. Wir haben die Debatten ja hier geführt. Wir haben sie auch in 2 Ausschusssitzungen geführt, ohne dass dabei sonderlich viel herausgekommen ist. Ich will noch einmal erwähnen, zum Meldegesetz haben Sie die Erkenntnisse aus der Anhörung aufgenommen, sich davon verabschiedet, auch Auskunftsrechte der Kirchen, der religiösen Glaubensgemeinschaften aufzunehmen bezüglich Nichtangehöriger, Nichtkirchenangehöriger. Das findet unsere Zustimmung. Das ist Bestandteil sowohl des Änderungsantrags der FDP, den wir natürlich aufrechterhalten, wie auch des Änderungsantrags der Koalition. Sie haben bei dem Thema Bodycams aufgenommen die Kritik, die daran geübt wurde, dass Sie die Eingriffsschwelle absenken wollten. Insoweit sind unsere beiden Gesetzentwürfe ähnlich, jedenfalls so, dass man diesem Punkt auch, was den Koalitionsantrag zustimmen könnte. Denn ansonsten kann man aber gerade deshalb, weil wir den Einsatz von Bodycams für eine sinnvolle präventive Maßnahme halten, um Übergriffe auf Polizisten möglichst schon zu verhindern. Die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind ja durchaus positiv. Ich bekenne mich deswegen dazu. Wir haben vorher für die Einführung der Bodycams in der jetzigen Form gestimmt, und wir halten das nach wie vor für eine richtige Entscheidung. Aber das, was Sie jetzt machen, ist in mehrfacher Hinsicht katastrophal. Deswegen werden wir den Gesetzentwurf, wenn Sie bei Ihrer Haltung bleiben, auch ablehnen müssen. Sie wollen zum einen einführen eine 30-Sekunden-Schleife, bevor überhaupt feststeht, eine 30 Sekunden lange Aufzeichnung in einer Schleife, bevor überhaupt feststeht, ob die Eingriffsvoraussetzungen gegeben sind. Das ist anlasslos. Sie wollen diese 30-Sekunden-Schleife laufen lassen, ohne dass ein Anlass dafür gegeben ist, sondern einfach nur einmal aus der Annahme heraus, es könnte ja zu einem Anlass kommen, und dann soll durch einen Knopfdruck diese auf Vorrat gespeicherte Filmaufnahme Bestandteil einer dann anschließend mit Eingriffsermächtigung gemachten Aufzeichnung werden. Das ist eine anlasslose Filmaufnahme auf Vorrat, und das ist genau nicht akzeptabel. Meine Damen und Herren, ich hätte gedacht, dass Sie aus dem Rausch Ihrer absoluten Mehrheit, die Sie mal hatten, gelernt haben, was Sie dort für Fehler gemacht haben, und so etwas nicht wiederholen. Aber anscheinend funktioniert das nicht. Genauso ist das bei der zweiten Komponente, die eine Rolle spielt, die eine ganz erhebliche Rolle spielt. Wir haben einhellig in der Anhörung festgestellt, von allen Anzuhörenden gehört, die Tonaufzeichnung, die Sie jetzt neben der Pre-Recording-Funktion einführen wollen, die Tonaufzeichnung hat überhaupt keine präventive Wirkung. Hier geht es ausschließlich um Beweissicherung, um bei entsprechenden Beleidigungen gegenüber Polizisten anschließend in der strafrechtlichen Verfolgung über Beweismittel zu verfügen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das hier schon einmal gesagt, ich habe es im Ausschuss gesagt, das ist eine rein strafprozessrechtliche Maßnahme. Strafprozessrechtliche Maßnahmen gehören
nicht zur Gesetzgebungskompetenz des Hessischen Landtags. Deswegen ist das ein zweiter Punkt, mit dem Sie ein verfassungswidriges Gesetz verabschieden. Sie wiederholen den Fehler, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, den Sie seinerzeit entgegen der Warnung des Kollegen Hahn, der das vor allem damals bearbeitet hat, gemacht haben bei der Aufnahme der Kennzeichen Lesegeräte. Sie machen wieder einen Gesetzgebungsschritt, der über das Ziel hinausschießt, der damit das eigentliche Ziel konterkariert, der dazu führt, dass Sie zum Schluss weniger in der Hand haben als dann, wenn Sie auf unseren Rat hören. Wenn Sie auf unseren Rat gehört hätten damals, dann hätten Sie eine verfassungskonforme Regelung zu den Kennzeichen Lesegeräten gehabt. Würden Sie jetzt auf unseren Hinweis hören, hätten Sie eine verfassungsmäßige Regelung zu den Bodycams. So werden Sie erleben, dass Sie gar nichts in der Hand haben und damit insbesondere der Polizei einen Bärendienst erweisen. Und als letzte Bemerkung will ich noch darauf hinweisen, Sie sind auch selber schuld. Sie sind auch selber schuld, weil Sie hier ein Sammelsurium-Gesetz vorgelegt haben, bei dem dann Zeitdruck entstand durch die notwendige Anpassung des Melderechts, was Ihnen die Luft genommen hat, mal gründlich nachzudenken über das, was in der Anhörung gesagt wurde, über das, was wir hier debattiert haben. Deswegen, weil Sie wegen dieser selbstverursachten Hektik, weil Sie vorher ein ganzes Jahr verpennt haben, deswegen kommen Sie jetzt in diese Situation. Es tut mir leid. Es tut mir vor allem leid um die Polizeibeamten, die damit eines wichtigen Einsatzmittels unterm Strich beraubt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in der Tat die Anhörung ausgewertet und ernst genommen und in einigen Bereichen auch Korrekturen vorgenommen. Kollege Greilich hat ja auch erwähnt, dass das durchaus auf Zustimmung gestoßen ist beim Melderecht. Ich möchte mich ausdrücklich auf die Anhörung beziehen, in der Sie Ihre kritischen Fragen auch gestellt haben, Herr Kollege Greilich. Da verweise ich auf das Protokoll auf Seite 19, wo der Jurist von der Uni Bremen, Dr. Kipke, Folgendes gesagt hat auf Ihre Frage. Ich darf zitieren. Aber wenn die tatsächliche Eingriffsschwelle hinreichend eng gefasst werde, so wie ich das jetzt sehe, könnte man es legitimieren, eine theoretische Daueraufzeichnung zu legitimieren. Also, wir haben das durchaus gefragt. Und wenn Sie fragen, warum machen wir das denn eigentlich? Strittig ist ja nur noch die Frage der Bodycam. Dann machen wir das, weil die Praktiker, nämlich die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die dieses hervorragende Modell selbst entwickelt haben, sagen, sie brauchen es für ihre Einsatzmöglichkeit, zum besseren Schutz der Polizeibeamten. Deshalb erweitern wir die Möglichkeit um eine entsprechende Tonaufnahme, weil uns der Schutz von Polizeibeamten lieb und teuer ist und wir alles unternehmen, dass diese Menschen, die ihren Kopf für uns hinhalten, besser geschützt werden. Und dazu dienen nicht nur die Bildaufnahmen, dazu dienen auch die Tonaufnahmen. Es ist doch ein Treppenwitz, wenn wir das in Hessen erfinden, modellweise das Ausweiten auf die Fläche, und dann plötzlich Hamburg ein Gesetz erlässt, wo Bild- und Tonaufnahmen möglich sind und uns quasi rechts überholen. Was in Hamburg rechtlich möglich ist, muss doch auch in Hessen möglich sein, meine Damen und Herren. Und wir schaffen mit diesem Gesetz die rechtlichen Grundlagen. Und wenn die Fachleute selbst sagen, wie beispielsweise der stellvertretende Landesvorsitzende der GdP auf Seite 15, zum Pre-Recording-Verfahren, glaube ich, muss man nichts weiter ausführen. Das ist sehr sinnvoll. Das sagt ein Polizeibeamter. Recht hat er, meine Damen und Herren. Und wenn Sie fragen, warum, dann sage ich Ihnen, der Polizeimeister oder der, ich weiß nicht den Titel, aber der Herr Dirk Peglow, der stellvertretende Landesvorsitzende des BDKs, hat ja selbst erklärt, warum man das braucht. Weil wenn die Polizei erst dann einschaltet, wenn sie reagiert, weiß man nicht, was an provozierenden Handlungen vielleicht vorausgegangen ist. Man sieht nur das Eingriffshandeln der Polizei, aber nicht die Ursache für das Eingriffshandeln. Und er sagt selbst in seiner Stellungnahme, Sie können es nachlesen auf Seite 10, dass gerade Widerstandshandlungen sich nicht ankündigen, sondern sehr häufig aus Sicht der Praktiker spontan und unvermittelt passieren. Und deshalb ist eine Pre-Recording-Funktion in einem ganz eng begrenzten rechtlich zulässigen Rahmen, nämlich zum Schutz der Polizeibeamten und zur Identitätsfeststellung, durchaus angebracht und legitim. Und wir halten das für äußerst sinnvoll. Und wenn ich den letzten Vertreter der Polizeigewerkschaft noch als Kronzeugen anführen darf, den Herrn Schmidt von der DPOLG, der sagt, Zitat auf Seite 13, da bin ich auch gleich am Ende, alles das, was hier zur Bodycam-Aufzeichnung gesagt wurde, das will ich noch einmal unterstreichen, begrüßen wir ausdrücklich. Und wir bedanken uns auch dafür.
Wir bedanken uns für alles, was der Gesetzgeber unternimmt, um gewaltsame Übergriffe gegen unsere Kolleginnen und Kollegen möglicherweise zu minimieren. Insofern herzlichen Dank für diesen Gesetzentwurf in der Hoffnung, dass er auch tatsächlich Gesetzeskraft erreicht. Wir wollen diesem Gesetzentwurf zustimmen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort Kollege Frömmrich, Bündnis 90, die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben den Komplex ja am Dienstag ausgiebig hier diskutiert. Wir haben dann am Dienstag noch eine Ausschusssitzung gehabt zur Vorbereitung der dritten Lesung. Wir haben ja über die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen geredet. Dabei ist herausgekommen, dass wir im Bereich des Meldegesetzes den Änderungsvorschlag gemacht haben, dass wir nicht über das hinausgehen, was bei der Weiterleitung von personenbezogenen Daten an die Religionsgemeinschaft geht, was im Gesetz des Bundes geregelt ist. Ich glaube, das ist eine gute Regelung. Wir haben die Frage der Zuverlässigkeitsprüfung geregelt. Ich glaube, das ist auch gerade im Hinblick auf die vielen Einrichtungen, die wir gerade haben, auch mit Flüchtlingseinrichtungen, dass wir die Frage der Zuverlässigkeitsprüfung dafür regeln und auch für andere öffentliche Stellen. Ich glaube, das war auch unstrittig. Dann haben wir die Frage der Aufzeichnung von Notrufen so geregelt, dass wir eben diese Aufzeichnung nicht nutzen für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Also, das sind alles Anregungen aus der Anhörung. Und dann verstehe ich nicht den Vorwurf, dass die Koalitionsfraktionen nicht die Anhörung auswerten und Anregungen aus Anhörungen auch in Gesetzentwürfen übernehmen, meine Damen und Herren. Wir haben dann noch einen Regelungsbereich übrig behalten. In der Tat, die Kollegen sind darauf eingegangen, ist die Frage des Einsatzes der Bodycam. Aber auch da sind wir auf den Regelungsbereich zurückgegangen, der vorher im Gesetz gestanden hat, nämlich die Identitätsfeststellung. Ich will es noch einmal versuchen zu erläutern. Ich habe das auch im Ausschuss getan. Wir haben bei der Erprobung der Bodycam gemerkt, dass die Bodycam präventiv wirkt, dass Menschen, die gewisse Handlungen vornehmen wollen oder auch gewalttätig werden wollen, dass sie merken, wenn eine Aufzeichnung, ein Aufzeichnungsgerät in der Nähe ist, dass sie von ihren Handlungen ablassen. Also präventiv. Genau deswegen kommt es in das Gefahrenabwehrgesetz, in das HSOG, weil es präventiv zur Gefahrenabwehr ist. Und deswegen haben wir diesen Passus so gelassen. Und es ist uns aufgefallen, und es ist auch viel diskutiert worden. Ich habe das auch gesagt. Wir selber haben mit den Beamtinnen und Beamten geredet, die diese Streifen gehen. Frau Kollegin Goldbach war sogar einmal bei einer ganzen Nachtschicht mit dabei und hat sich das angeschaut. Die Tonaufzeichnung ist deswegen von Belang, weil man merkt, dass vor aggressivem Verhalten meistens verbale Verunglimpfungen und Beschimpfungen und sowas kommen. Deswegen ist es richtig, dass diejenigen, die sehen, dass da eine Kamera ist, auch wissen, dass der Ton aufgezeichnet wird. Auch da wirkt die Kamera mit Ton präventiv. Von daher auch da die Sache, dass es im Bereich der Gefahrenabwehr notwendig ist, das zu tun. Also Prävention. Und ich glaube, dass wir uns doch da alle einig sind, dass wir alles unternehmen, damit solche Handlungen gegen Beamtinnen und Beamten unserer Polizei erst gar nicht entstehen. Deswegen machen wir das. Deswegen glaube ich, dass alle Maßnahmen, die da präventiv wirken, die unsere Beamten schützen, damit es erst überhaupt nicht zu Übergriffen kommt, sinnvoll ist. Und deswegen diesen Regelungsbereich, meine Damen und Herren. Und der dritte Punkt ist die Frage des Pre-Recordings. Und das verstehe ich wirklich nicht, Herr Kollege Greilich. Die Eingriffsbefugnis für das Pre-Recording ist die gleiche Einsatzbefugnis wie für das Aufzeichnen der Maßnahme. Also kann der Eingriff gar nicht schwerer sein beim Pre-Recording als bei der richtigen Aufzeichnung. Das ist mir zumindest nicht einleuchtend. Vielleicht muss man dafür Jurist sein, um das zu verstehen, aber ein normaler Mensch versteht es nicht, meine Damen und Herren. Deswegen glaube ich,
dass wir mit dem, was wir gemacht haben, nämlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, eine umfangreiche Anhörung gemacht, auf viele Anregungen der verschiedenen Verbände eingegangen, viele Anregungen mit aufgenommen haben, dass wir am Ende einen guten Gesetzentwurf haben. Und ich kann Sie nur bitten, diesem Gesetzentwurf auch zuzustimmen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass es in dieser dritten Lesung keine neuen Argumente gibt, die nicht schon vorgetragen werden. Deswegen will ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Fakt ist, dass bei der Anhörung dieses Sammelsuriumsgesetzes es so war, dass zu allen drei Teilbereichen, also sowohl zum Meldegesetz als auch zum Glücksspielgesetz als auch und insbesondere zum HSOG, es seitens der Sachverständigen erhebliche Bedenken gegeben hat. Dem hat die Koalitionsfraktion jetzt insofern nachgegeben, dass sie in einem Teilbereich Änderungen vorgenommen haben, die aber im Wesentlichen sozusagen im Kern gar keine Veränderung darstellen. Ich will das einmal an einem Beispiel machen. Also, wenn man jetzt zugegebenermaßen auf Anregung des Hessischen Datenschutzbeauftragten in das Gesetz reinschreibt, dass das Grundrecht auf Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis im Zusammenhang mit der Bodycam und den Aufzeichnungen eingeschränkt wird, dann ist das eine Tatsache und ein wichtiger Hinweis, der im Gesetz steht, aber es ändert nichts an den Fakten selbst. So. Es ist schon vorgetragen worden, dass der zentrale Punkt dieses Gesetzes ja die Bodycam ist und insbesondere in dem Falle auch die Frage der Tonaufzeichnung, das sogenannte Pre-Recording. So. Auch wir, ja, das ist nichts anderes, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich habe mich ja auch nur auf die Tonaufzeichnung, Herr Bauer, bezogen bisher. Zu dem Bild komme ich gleich noch. Ja, so. Also, das, was jetzt gesagt wird, ist, dass es unbedingt notwendig war. Und Ihren Ausführungen habe ich entnommen. Ich habe es jetzt auch endlich verstanden, warum sozusagen das jetzt ins Gesetz aufgenommen wurde. Sie haben ja wörtlich gesagt, und dann hat Hamburg, ich nehme an, unter SPD-Alleinregierungszeiten ein Gesetz gemacht, wo sie diese Ton- und Bildaufzeichnung vorgenommen haben. Und das geht ja nicht, dass Hamburg uns rechts überholt. Das waren Ihre Worte. Das kann ich nachvollziehen, dass das der Anlass ist für Sie sozusagen und die Gefahr besteht, von einer SPD-Alleinregierung rechts überholt zu werden, dass Sie das dann jetzt hier ins Gesetz reinschreiben müssen. Aber das reicht uns nicht aus als Begründung. Und an der Stelle will ich ausdrücklich mich auf Herrn Greilich beziehen, der, wie ich finde, richtigerweise ausgeführt hat, dass diese Schleife von 30 Sekunden Tonaufzeichnung, die ja sozusagen permanent stattfindet, also während des gesamten Einsatzes, während des gesamten Abends, in der Tat eine verfassungswidrige Vorratsdatenspeicherung darstellt. Ich will hinzufügen, weil ja immer mit den 30 Sekunden argumentiert wird. Also, ich sage mal, seit der VW-Affäre aktuellen Maßes wissen wir ja, dass, was die Digitalisierung angeht, und hier geht es ja auch um Digitalisierung, man sehr schnell ein Knöpfchen drücken kann. Und dann sind es nämlich nicht mehr nur 30 Sekunden, sondern weitaus mehr, die da aufgezeichnet werden. Und die Kontrolle darüber bleibt auch im Unklaren. Der Kern der Ablehnungsgründe bei uns aber, meine Damen und Herren, was die Bodycams angeht, ist ein anderer. In den Anhörungen wurde klar, dass die Probeläufe, dass die Testphasen nicht unter normalen Bedingungen durchgeführt wurden. So wurde ausgeführt, dass sozusagen bei den ersten beiden Testphasen in Frankfurt-Sachsenhausen es jeweils drei oder vier Polizisten waren, die gemeinsam Streife gelaufen sind. In Frankfurt auf der Zeil waren es bis zu 10
als Aussage der Polizisten selbst. Und wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann sind das nicht die Bedingungen einer Zwei-Mann-Streife, die bisher die sozusagen der Standard sind in der hessischen Polizei. Und das ist auch ausgeführt worden. Insofern kann ich nur sagen, es ist nie in wissenschaftlicher Art und Weise, nie begleitet, sozusagen diese Testphase ausgewertet worden. Wir haben immer nur Presseerklärungen des Ministers gehabt, dass alles so toll und wunderbar ist. Und real ist das nicht belegt und nicht nachgewiesen. Und dadurch, dass man es wiederholt, wird es nicht richtiger. Es gibt keine Dokumente dafür. Und Kollege Schaus, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Letzter Satz. Und wenn es aber so ist, dass sozusagen mehr Polizisten auf der Straße sind mit den Bodycams, dann kann dies schon präventiv zur Abschreckung wirken und zur Reduzierung sozusagen der Angriffe auf Polizisten. Und das allein sozusagen reicht uns nicht aus, hier diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch in der dritten Runde bleibt es dabei, das hier vorgelegte Gesetzespaket, insgesamt drei verschiedene Gesetze anzupacken und zu verändern, hat nichts Inhaltliches zu tun, sondern ist selbst zusammengestrickt, eine Eilbedürftigkeit herbeigeredet aufgrund eigenen Links-Liegenlassens des Ministeriums auf der einen Seite und der Verbindung zwischen HSOG auf der einen Seite und dem Hessischen Glücksspielgesetz auf der anderen Seite mit der Einführung der Umweltlotterie. Das hat inhaltlich nichts miteinander zu tun. Da hat auch jetzt sozusagen eine weitere Runde durch den Ausschuss nicht mehr Klarheit gebracht, wo sozusagen der logische Zusammenhang dabei ist. Und wenn der Kollege Bauer dann auch auf die Anhörungen eingeht und deutlich macht, sozusagen, na ja, man sei ja mit den Praktikern im Gespräch gewesen, spätestens beim Gewerkschaftsfunktionär und der Frage, war er jetzt Polizeimeister und Ähnliches, ist das schon verwunderlich, wenn der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion offensichtlich ein paar Probleme hat, die Dienstgrade der Polizei durcheinander zu bringen und entsprechend deutlich. Ja, sehen Sie, Herr Bauer, wenn man trotzdem nicht nur im Ausschuss in der Anhörung mit Gewerkschaftsvertretern redet, sondern auch mal so, dann wüssten Sie das nämlich, was der für einen Dienstgrad hat und könnten damit machen. Also entsprechend. Und dann bin ich beim zweiten Punkt, das war der Kollege Boddenberg, der das mit reingerufen hat, eben bei der Frage, nämlich entsprechend, dass das der Einwurf gerade von der Praktikerseite ist und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte das entsprechend mitgefordert haben und gesagt haben, deswegen machen wir das. Herr Boddenberg, eine gewisse Beliebigkeit, mal so, dann sind die Gewerkschafter dafür da, dass sie das als Vorbild nehmen und sagen, daran orientieren sie sich oder da gar nicht zum Thema Besoldungserhöhung und andere Fragen mehr. Diese Beliebigkeit dürfen wir ihnen auch nicht durchgehen lassen. Alles zusammen haben Sie in der Tat, das ist eben auch schon angesprochen worden, die eine oder andere Veränderung an Ihrem Gesetzentwurf vorgenommen, die völlig richtig und notwendig war. Die Frage der Festschreibung der Eingriffsschwelle beim Einsatz von Bodycams und Ähnlichem mehr ist notwendig, ist richtig und ist auch einfach nur recht und billig, dass das hier durchgeführt wird und im Gesetzentwurf mit festgeschrieben wird. Aber die Anhörung hat auch deutlich gemacht, dass es eben auf der einen Seite, und dazu stehen wir auch als SPD-Landtagsfraktion nach wie vor seit der gesamten Diskussion rund um Bodycams, es geht um den Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Aber es geht dann eben auch, und das haben Sie ja mit jetzt im Gesetzentwurf beschrieben, auch um den Schutz von Rechten Dritter. Und die Frage, wie das nachher praktikabel umgesetzt werden kann, die Frage, wie das organisiert werden kann, dass auch Dritte sozusagen ihre Rechte geltend machen können, das ist auch weiterhin in dem Gesetzentwurf bisher nicht festgeschrieben. Und das Zweite, da wären wir dann bei der Praktikabilität, und ich empfehle Ihnen, so wie das die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Landtagsfraktion ohnehin permanent immer wieder tun, mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu reden, aber auch mit Praxisterminen sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterwegs sind, das nächste Mal sogar noch in kompletter Mannschaftsstärke, dann davor immer mal wieder.
Wenn Sie das sich nämlich anschauen würden, dann würden Sie feststellen, wie die Situation bei der hessischen Polizei in der Realität im Jahr 2015 ist. Die Frage eben, ob Bodycam mit 3 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oder aber wie es denn nachher dann in der Praxis aussehen könnte mit der normalen Doppelstreife, die wir in Hessen nun einmal als Normalzustand haben. Diese Anregungen, die gerade auch von Seiten der Gewerkschaftsvertreter kamen, zu sagen, da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Futter bei dem gesamten Thema, um deutlich zu machen, wie wir das nachher auswerten können. All das zusammen. Da hätte uns Zeit und Ruhe sicherlich geholfen. Aber an dem Punkt haben Sie sich selber unter Druck gesetzt. Sie haben selber entsprechende Bundesregelungen im Bereich Melderecht links liegen lassen und deswegen erst jetzt in einem Gesetzgebungsverfahren geendet. Sie haben insgesamt Themen, die nichts miteinander zu tun haben, Sie zusammengefügt. Zum Thema Glücksspielgesetz, das haben wir am Dienstag schon diskutiert. Es ist ja ein Ammärchen, dass entsprechend der Glücksspielmarkt im Aufkommen beliebig steigerbar wäre, sodass Sie nachher dann alles entsprechend, was man damit auch noch reinschreiben möchte, auch noch über Lotto-Torto-Mittel fördern kann. Und andere Dinge mehr. All das zeigt mir sozusagen, anders als der Innenminister in der zweiten Lesung deutlich gemacht hat, dass die Krümel im Raume schweben und wir sie suchen würden. Sie sind zumindest so deutlich, dass es a. keine Krümel sind und b. hinreichend genug Begründung sind, warum wir sagen, das ist leider ein Schnellschuss, das hätten wir anders und ordentlich machen können. Deswegen können wir zu dem Zeitpunkt mit den Ausführungen, wie Sie es hier vorgelegt haben, dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will die Gelegenheit zunächst einmal nehmen, nach der Art und Weise, wie hier debattiert worden ist, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mitgeholfen haben, dass wir dieses Gesetz sozusagen haben beraten können, die das mit vorbereitet haben, die uns unterstützt haben in Anhörungen und ähnlich, bei denen mal sehr herzlich zu bedanken. Ich empfinde Dankbarkeit dafür und will sie damit auch hier zum Ausdruck bringen, meine Damen und Herren. Wir haben die Regelungen zum Melderecht, die hier im Wesentlichen ja unkritisiert geblieben sind. Wir haben in dem Gesetzentwurf die Zuverlässigkeitsprüfung noch im Rahmen eines Änderungsantrags mit aufgenommen, wo wir klargestellt haben, dass wir insbesondere auch die Beschäftigten der Unterkünfte für Flüchtlinge, dass wir diejenigen auch eben entsprechend auf ihre Zuverlässigkeit überprüfen können. Das war eine Bitte des Datenschutzbeauftragten. Ich glaube, das ist im Interesse der Unterkünfte und im Interesse der Menschen, die dort sind. Wir haben darüber hinaus bisher in der Debatte noch zurückhaltend oder untergeordnet hier besprochene Fragen geklärt. Wir haben eine Eilzuständigkeit des Zolls in dem Gesetz herbeigeführt, genauso wie wir die Möglichkeit zur Ausschreibung zur gezielten Kontrolle. Das ist ein echter Fortschritt auch im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Auch das haben wir dort festgeschrieben. Das ist hier in der Debatte leider nicht zum Tragen gekommen. Es ist hier eine Debatte geführt worden über Dinge, die mir für mich nur schwerlich nachvollziehbar sind. Wir haben dank der innovativen Ideen von einigen Mitarbeitern, von einigen Polizeibeamten aus Frankfurt, haben wir zum Schutz hessischer Polizeibeamter die sogenannte Bodycam einführen können. Die ist erfunden worden von Polizeibeamten. Die haben das umgesetzt, die haben es ausprobiert, und es hat sich bewährt. Und ich finde, da sollten wir dankbar sein, dass das gelungen ist, dass wir ein solches Einsatzmittel haben, was am Ende für den Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dient, das dem Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dient. Und wenn wir das perfektionieren, dann finde ich, ist das ein guter Ansatz im Interesse unserer Beamtinnen und Beamten. Es sind keine Fragen offen geblieben. Also seien Sie mir nicht böse, dass ich über diese Frage schon ein Stückchen hinweggehen muss. Natürlich ist es so, dass die Bodycam evaluiert worden ist, und zwar bevor wir das Versuchsstadium in Frankfurt erweitert haben auf Wiesbaden und auf Offenbach. Und selbstverständlich haben wir Ihnen mitgeteilt und das Ergebnis mitgeteilt. Und das Ergebnis war, meine Damen und Herren,
dass wir über 50% weniger Angriffe auf Polizeibeamte haben. Sind wir doch froh darüber, dass uns das gelungen ist, und kritisieren es hier nicht so platt, wie Sie das gemacht haben, Herr Schaus. Das, was wir hier tun, ist die Weiterentwicklung eines Erfolgskonzepts. Und darüber ärgern Sie sich, und das ist das eigentliche Problem der Kritik, die wir hier die ganze Zeit gehört haben, meine Damen und Herren. Wir haben eine wesentliche Verbesserung für die polizeiliche Praxis. Die Tonaufnahme rundet die präventive Wirkung der Bodycam ab. Das Aggressionspotenzial wird eben mit diesen Tonaufnahmen, das verbale Aggressionspotenzial wird gedämpft, im Zweifelsfall aber dokumentiert. Und am Ende wird sich daran bewahrheiten, was wir im Moment auch von den polizeilichen Praktikern in der Anhörung gehört haben. Es wird weiter dem Schutz der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dienen. Es ist ein Erfolgskonzept, es bleibt ein Erfolgskonzept, und dieses Erfolgskonzept ist jetzt noch ein Stückchen verbessert worden. Dafür bin ich dankbar, im Interesse unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die dritte Lesung zum Gesetzentwurf der Landesregierung abgeschlossen. Ich lasse über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen von FDP, SPD, LINKEN und von der Abg. Öztürk. Enthaltungen kann es dann, glaube ich, nicht mehr geben. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Debatten und müssen jetzt noch die Tagesordnung bereinigen. Ich bitte um Mithilfe der Geschäftsführer. Alles ins nächste Plenum. Also vielleicht gehen wir einfach durch und Sie sagen Bescheid, ich mache es schnell. Also Tagesordnungspunkt 19, nächstes Plenum, Tagesordnungspunkt 20, nächstes Plenum, 21, nächstes Plenum, 22, nächstes Plenum, 24, nächstes Plenum, 26 und 40. Ja, Kollegin Dorn. Wir würden gerne den Antrag 26, Entschuldigung, Antrag 40 in den Ausschuss schieben. Der Antrag 26 soll aber in den Ausschuss überwiesen werden, in den ULA, soll ins nächste Plenum, und der Antrag 40 wird direkt in den ULA überwiesen. Dann Tagesordnungspunkt 28, nächstes Plenum, zusammen mit 38, nächstes Plenum. 30, nächstes Plenum, 31, nächstes Plenum, 32, 33, 34, 35 und 43, alles nächstes Plenum, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 52 und 53, nächstes Plenum, und Tagesordnungspunkt 56 und 73 ebenfalls nächstes Plenum. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung, Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche einen guten Heimweg und erinnere noch einmal daran, dass im Anschluss der Sitzung der Hauptausschuss im Raum 501a tagt.